Servus, liebe private Investoren. Heute haben wir einen Gast, Benjamin Mutlax, bei uns, auch intern genannt, der Zahlenhamster im Laufrad. Er wird uns wahrscheinlich dazu nochmal sagen, warum. Darüber hinaus hat er auch eine Leidenschaft, wie wir, die Finanzbildung, Finanzthemen. Wie kam es dazu, Benny? Ja, im Grunde habe ich den Beruf des Bankkaufmanns erlernt und der große Vorteil in der Aufnahme der Ausbildung war, dass ich dort meine Leidenschaft zu den Märkten, zur Börse entdeckt habe. Das war allerdings auch das Einzige dann in dem Bereich. Deshalb habe ich dann auch ein Studium zum Diplom-Wirtschaftsinformatiker aufgenommen, habe eigentlich immer mein Geld selber investiert und nicht mit Kennzahlen und so weiter auseinandergesetzt und mich da immer mit befasst und beschäftigt. Und dann im Zuge der Finanzkrise begann ich dann halt auch mich, also 2007, 2008 und dann im weiteren Verlauf die Euro-Krise, mich mit den makroökonomischen Themen intensiver auseinanderzusetzen. Also gibt es überhaupt Sinn, dass wir eine Gemeinschaftswährung haben und so weiter. So kam diese Leidenschaft zutage und habe dann halt auch im weiteren Verlauf immer weiter mich vertieft und natürlich Finanzmärkten war ich immer eng verbunden und der Börse auch und war natürlich auch immer auf der Suche nach der super oder nach vielen super Investmentgelegenheiten und mich da breit aufzustellen. Dann kam es zu einer Online-Artikelserie, 34 Artikel, wo es auch um den Euro ging, um die Tageszwei-Seiten, um den Brexit, um die Lehman-Pleite etc. Und dann kam der Markus Bissecker auf mich zu und sagte, wir müssen unbedingt einen YouTube-Kanal machen, der in Anlehnung läuft zu der oder analog zu der Artikelserie. Und das ist dann der ökonomische IQ geworden. Und bei dem warst du ja auch schon zu Gast zum einen. Und zum anderen ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir halt dafür werben, dass die Menschen, das, was in der Schule versäumt wird, dass die finanzielle Bildung dort optimiert wird, auch die makroökonomischen Themen, dass die Menschen das besser beurteilen können. Wir haben da in dem Interview über Amazon gesprochen, über die Marktmacht von Amazon. Auch Amazon ist bei euch ein Thema, was ihr sehr oft hier auf dem Kanal bearbeitet habt. Und dass die Menschen einfach diesen weiten Blick bekommen, dass sie wissen, was ist wichtig zu beachten, nicht nur auf der Investmentseite, sondern auch gesellschaftlich und makroökonomisch, was sind da wichtige Punkte. Dann haben wir diesen Kanal lanciert, Ostern 2020 und ja, mittlerweile ist er einigermaßen, die Tausender-Marke haben wir jetzt zu Jahresbeginn überwunden und jetzt läuft es relativ moderat und dynamisch nach oben und wir wollen natürlich noch größer werden und die Leute aufklären. Das ist uns ein großes Bedürfnis, ist ein Riesenärgernis von meiner Seite, dass man die Menschen im Bereich der finanziellen Bildung dumm lässt. Ich will das jetzt nicht zu drastisch formulieren, aber das kann natürlich auch Gründe haben, dass man denen halt Produkte verkaufen kann, die nichts taugen. Das ist auch aus der Bankenerfahrung damals so meine Beobachtung, wenn man dann Biotech-Wochen hat oder China-Wochen und dann wird ein Biotech-Fonds und China-Fonds verkauft. So war es damals. Das ist nicht übertrieben, sondern so habe ich es erlebt. Deswegen wichtig, nur gut informierte und gut gebildete Menschen. Und gerade im Bereich der finanziellen Bildung ist es wichtig, dass die Menschen da gebildet sind und dann auch mündig agieren können. Ihr macht das ja auch sehr schön mit euren Publikationen zum einen. Und die Menschen, die sich da nicht so reinfuchsen möchten, die können in die Fonds investieren. Also im Grunde macht ihr das. Und deswegen sitzen wir auch zusammen, weil sich das sehr gut deckt einfach, weil wir dahinter stehen, was ihr tut. Und deswegen freue ich mich sehr über die Einladung. Herzlichen Dank. Gerne, ist mir eine Freude. Wir wollen ja heute über Online-Apotheken sprechen und auch explizit zur Rose. Aber du hast es schon angesprochen. Viele Leute investieren eigentlich nach Schlagzeilen. Das Schlimmste, was du machen kannst. Also die neueste Mode ist ja irgendwie, Elon Musk twittert irgendeinen Blödsinn und viele Leute springen drauf. Warum ist das so? Also was steht dahinter? Warum sind die Leute dann so gierig und ohne nachzudenken springen drauf? Das ist mir ein Rätsel immer noch. Also ich glaube, wir Menschen, wenn man sich so ein bisschen mit dem Hirn beschäftigt, sind wir sehr, das hat unser Überleben gesichert letzten Endes. Wir hatten immer die Angst vor dem Säbelzahntiger, erzähle ich immer sehr gerne. Also wir sind angstgetrieben und auch etwas zu verpassen ist eine Form der Angst. Also auch die Gier und etwas zu verpassen ist eine Angst. Also das betrifft die gleichen Areale und schränkt dann unsere kognitiven Fähigkeiten ein. So nennt man es, glaube ich. Ich bin kein Psychologe, aber ich habe mich damit beschäftigt, weil ich halt auch festgestellt habe, Mann,
Je kurzfristiger man agiert, desto mehr aktiv ist auch das Reptilienhirn, also dieses Urhirn. Und dann macht man Fehlentscheidungen. Und genau das passiert an der Stelle, glaube ich, erkannt zu haben. Wenn da jemand etwas twittert und dann, oder auch bei welchem Wert der gehypt wird, dann meinen die Menschen, ohne es wirklich analysiert zu haben, eine Investmentchance erkannt zu haben. Und dann setzen eben diese kognitiven Fähigkeiten aus. Und dann rennt man, dann ist es auch, kommt man schnell in die Situation, dass man jede Woche eine neue Sau durchs Dorf treibt, wie man so schön sagt. Ich hoffe, ich darf das in der Form hier formulieren bei euch. Ja, absolut. Aber das ist halt, es ist wichtig, die Emotionen zu kontrollieren, und deswegen macht ihr das, oder sollte man es halt generell machen, dass man klare Zahlen, Daten, Fakten anführt, längerfristig die Entscheidung trifft, kurzfristige Zeiträume vermeidet, einfach um diese kognitiven Fähigkeiten auch für sich zu nutzen und nicht durch die Gier und so und Angst lenken zu lassen. Das stimmt, ja. Deswegen nutzen wir ja auch die Prinzipien des Value Investings. Wir bewerten Unternehmen, schauen, wo liegt der innere Wert, und schlagen dann zu, wenn Sicherheitsmarge vorhanden ist. Jetzt gehen wir zum Thema Online-Apotheken. Darf ich dich fragen, nutzt du persönlich gerne Online-Apotheken oder gehst noch in die Apotheke um die Ecke? Ich habe das Privileg, oder bin sehr, sehr gut aufgestellt gesundheitlich, sodass ich relativ wenig habe. Also ab und zu mal so Sportlerverletzungen, und dann kaufe ich mir das entsprechend noch hier in der Apotheke vor Ort. Ich weiß aber, dass dieser Markt natürlich, die Menschen werden älter und auch kranker leider nun mal. Aber zum Glück werden sie auch älter als früher. Insofern ist das ein Bereich, der große Wachstumschancen bietet. Stimmt, auch generell die Digitalisierung des Gesundheitssystems ist ja voranschreitend. Das nächste Konzept ist im Prinzip das E-Rezept, was Schritt für Schritt eingeführt werden soll. Und das wird, glaube ich, aus unserer Sicht den Online-Apotheken nochmal gewaltig Rückenwind verleihen. Aber wir müssen auch sagen, natürlich zum Ungunsten der Apotheken dann um die Ecke, was wirklich super schade ist, weil da bekommt man vernünftige Beratung. Aber sie können leider mit dem Preis nicht mithalten, den man bekommt bei einer Online-Apotheke. Und da sorgt der Regulator leider auch für absolut unfaire Wettbewerbsbedingungen, weil in Deutschland hat man im Prinzip einen Preis, der ist festgelegt, und man darf den nicht unterbieten. Aber wenn man im Prinzip eine Online-Apotheke aus Holland raus gründet oder betreibt, dann darf man mit anderen Preisen in Deutschland agieren. Das darf eigentlich nicht sein. Hier muss auch Bewegung stattfinden. Und im Grunde ist es ja auch wie immer ein Medium, eine Plattform schiebt sich zwischen die Menschen und den Anbieter. Das hat mir mal jemand erklärt, der im Online-Bereich ziemlich stark ist. Das war auch damals bei der Kirche so, als sich der Buchdruck dann zwischen die Menschen und die Kirche geschoben hat, dass die Menschen sich dann informieren konnten. Also interessant, wie das da jetzt auch stattfindet. Zu Rose muss ich sagen, ist relativ unbekannt. Glaube ich, mehr bekannt durch Doc Morris, wie ihr es oben auch aufgeführt habt. Ne? Genau, Doc Morris ist die große Marke, und die gehen ja aus einer Plattformstrategie, dass sie jetzt viele Marken da angliedern wollen und die große Marke Doc Morris halt bekannter machen wollen. Aber zum Beispiel haben sie vor kurzem erst Abotal übernommen, auch die drittgrößte Online-Apotheke in Deutschland. Da wachsen sie wirklich enorm, und Schritt für Schritt wird dann dieser Markt konsolidiert. Und mittlerweile sieht es so aus, als gibt es eigentlich nur noch zwei große. Das ist einmal halt die Zur Rose mit der größten Marke Doc Morris, und der nächste Konkurrent ist die Shop-Apotheke. Also auch da sehen wir wieder ein mehr an Zentralisation, und schade auch natürlich, weil wir Menschen ja nun mal, wo wir schon wieder bei dem psychologischen Thema sind, es ist ja auch nett, diesen Austausch in der Apotheke von nebenan zu haben. Ne? Also insofern immer ein zweischneidiges Schwert, aber ich glaube, die Investmentchancen sind enorm in dem Bereich. Und als Investor muss ich mir halt auch nicht nur sagen, was läuft schief in der Gesellschaft, sondern auch irgendwo, okay, ich kann es nicht verhindern, ich kann es nicht aufhalten, weil der Trend einfach so eine Kraft entwickelt hat, dass es schwierig ist aufzuhalten. Dann muss ich halt schauen, hey, wie kann ich davon profitieren? Und der Versand von Medikamenten, der ist eigentlich schon ganz gut geeignet für den Onlinehandel, weil es gibt kaum Retouren. Also zum Beispiel Zalando oder diese Fashion-Versandhäuser, die haben halt enorm Retouren, da kommt enorm viel zurück, da wird die Marge nie wirklich groß.
Ohne die Retouren kann man natürlich auch bessere Margen erzielen. Und zum anderen sind so Medikamente halt sehr gut stapelbar, sie sind hochwertig und eignen sich für einen Online-Versand wirklich gut. Ja, genau. Die Leute wissen ja auch, was sie da bestellen. Und natürlich auch ein riesengroßer Vorteil, Stichwort Service-Gedanke. Die Menschen können zum Teil ja auch nicht mehr so gut laufen, sind nicht mehr so mobil. Auch da ein klarer Nutzen für die kranken Menschen einfach. Genau. Und zum anderen halt auch unsere ältere Bevölkerung, die kriegt dann teilweise auch die Medikamente vorsortiert. Das heißt, es passieren auch weniger Fehler bei der Medikamentennahme. Also manchmal hat man ja so, man braucht das eine Medikament früh, dann abends und tagsüber ein anderes. Und dann der Mensch ist ja nun mal so programmiert, dass er Fehler macht. Und wenn es vertauscht, kann es schwierig werden. Und die bieten im Prinzip eine Vorsortierung teilweise an. Und so verhindert man dann sozusagen auch den Vertausch. Also dahingehend muss man sagen, es hat schon irgendwo seine Berechtigung und es wächst rasch. Und du hast, glaube ich, auch Zahlen mitgebracht zu den Entwicklungen im Bereich der Rezepte, der Online-Rezepte, ne? Genau, gut, dass du das sagst. Blende ich umgehend nochmal ein. Also, wie gesagt, das E-Rezept, das kommt erst Schritt für Schritt die nächsten Jahre und deswegen kann man da noch nicht 100% abschätzen, wo es rauskommt. Es gibt im Prinzip ein paar Vergleichswerte, wie zum Beispiel Schweden, wo dieses E-Rezept sehr gut angenommen wird und sehr viel dadurch online bestellt wird. Und auch in der Schweiz ist es ähnlich. Und hier sieht man halt, dass das Wachstum, also der Anteil von verschreibungspflichtigen Medikamenten sehr schnell bis zu 25% anwachsen kann. Also laut der Studie hier von der Finanz und Wirtschaft einer Schweizer Zeitung liegt das dann im Jahr 2030 bei 25%. Das beflügelt natürlich die Online-Apotheken, weil man zum einen halt dann die rezeptpflichtigen Medikamente mehr aufnehmen kann ins Sortiment und da die Margen noch teilweise höher sind. Interessanter Verlauf, ja. Also gut, muss man natürlich, ist eine Studie, ein Ausblick, weiß man nicht, wie es dann eintritt. Vielleicht geht es sogar schneller und zügiger in Richtung ein Viertel, ja. Ich kann mir vorstellen, wenn Corona uns die nächsten paar Monate nicht komplett in Ruhe lässt, sondern immer wieder kommt, könnte es durchaus schneller gehen. Muss man mal schauen, weiß man nicht genau. Wir wissen nur halt, Zur Rose ist gut aufgestellt. Die wollen Schritt für Schritt auch profitabel werden. Aber wie es immer so ist bei den Geschäftsmodellen im Onlinehandel, wo der Marktanteil noch durchaus gering ist, will man nicht unbedingt sofort profitabel werden, sondern alle Cashflows, die reinfließen, eigentlich auch wieder ins Marketing stecken oder in den Ausbau der Infrastruktur, um einfach Schritt für Schritt einen größeren Kuchen zu bekommen. Und das macht aus unserer Sicht zur Rose ganz gut. Ist ja auch, Entschuldigung, dieses The Winner Takes It All Prinzip. Ne? Das ist ja auch so dieses Messer, was diese Unternehmen auch an der Kehle spüren und was sie dann treibt, dieses Wachstum auch wirklich erzwingen zu wollen, weil sie das eben auch wissen um diesen Umstand. Genau, und ist nun mal so, dass gerade im Online-Handel, wenn ich der Größte bin, habe ich auch die größten Skaleneffekte. Diese Skaleneffekte kann ich teilweise an den Kunden weitergeben, indem ich meine Preise reduziere. Wenn ich niedrige Preise habe als die Konkurrenz, kommen wieder mehr Kunden, ich kriege größere Skaleneffekte. Das ist schon so das Modell, wo eigentlich langfristig der Größte den größten Marktanteil hat und wahrscheinlich auch am besten davon lebt. Absolut. Noch ein paar Sätze zur Bewertung. Also ich habe gerade mit meinem Analystenteam nochmal drüber gesprochen. Zur Rose ist ohne weiteres gut gelaufen. Die haben gerade seit Jahresanfang ein sehr, sehr kräftiges Plus hingelegt von teilweise über 50%. Und wir haben mal geschaut, wie ist denn so die Konkurrenz bewertet, auch hinsichtlich einfacher Metriken wie zum Beispiel Kursumsatz. Konkurrenz ist halt ungefähr mit 4,2 im Kursumsatz bewertet, zur Rose mit 3,2. Hier sieht man schon, dass da bezogen auf die Konkurrenz, auf die Shop-Apotheke noch ein Potenzial da ist. Wenn man es mit anderen Online-Modellen vergleicht und zum Beispiel
hinsichtlich Zalando mal schaut, da Zalando ist auch etwas teurer bewertet als Zurose. Also auch von der Bewertung ist hier noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ich würde empfehlen, dabei zu bleiben, nicht unbedingt jetzt schon noch aufzustocken, sondern eher auf den nächsten Rücksetzer warten. Benni, willst du noch was ergänzen zum Thema Online-Apotheken? Wie sieht denn, ich hätte eher eine Frage in Richtung Kursentwicklung. Wie hat sich der Zurose-Kurs in den letzten ein, zwei Jahren oder auch im letzten Jahr entwickelt? Also der ist lange Zeit dahin getümpelt. Wir haben das Management von Zurose vorletztes Jahr auf dem Eigenkapitalforum gesprochen und da ist es im Prinzip immer ein Schritt für Schritt seitwärts gegangen, auch mal bergab. Und so hatten wir eigentlich genug Zeit, das vernünftig zu analysieren. Dann sind wir eingestiegen und kurz drauf, muss man sagen, kam dann halt auch Corona und der Kurs hat wirklich Fahrt aufgenommen, weil, muss man ja so sagen, viele Leute sind nicht mehr gerne in die Apotheke vor Ort gegangen, sondern haben es lieber online bestellt, weil sie Angst hatten, sich mit dem Virus zu infizieren. Und das hat natürlich auch das Geschäft sehr gut getrieben. Und so ist das Unternehmen sehr gut gelaufen. Also seit wir das aufgenommen haben, haben wir, glaube ich, fast über 200% plus. Also damit sind wir recht glücklich und verfolgen das Unternehmen weiter, weil der Marktanteil ist noch gering. Der Kuchen an sich riesig. Also sie können Schritt für Schritt die Marktanteile ausbauen. Aber die Bewertung ist auch schon hüppig. Deswegen sollte man das Unternehmen weiterhin beobachten, aber auf Kursrücksetzer warten. Und was du mir auch zugänglich gemacht hattest, waren so die anderen Analystenempfehlungen und Kursziele zum Teil. Da war ja auch durchaus noch Luft. Absolut, ja. Also Zurose ist eigentlich ein kleines Schweizer Unternehmen. Jetzt wächst es Schritt für Schritt und bekommt halt auch mehr Aufmerksamkeit von amerikanischen Analysten. Und die sind ja schon sehr online affin. Die rufen dann natürlich auch Ziele aus, die wir nicht ganz nachvollziehen können. Aber schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich bin da gespannt. Aber man muss auch zugeben, die Erfahrung zeigt, wenn zu viele Analysten ein Unternehmen dann monitoren und es in den Himmel rufen, dass es mega geil ist, dann muss man vorsichtig werden. Also wie immer im Aktienmarkt, wenn die anderen gierig werden, muss ich ängstlich werden. Wenn die anderen ängstlich werden und sagen, hey, oh, Zurose kann man total vergessen, muss man selber gierig werden. Nur so kann man langfristig gutes Geld verdienen. Also die Kontraindikatoren sind da durchaus auch immer zu berücksichtigen und zu beachten. Und ihr wart ja auch früh dabei. Wann hast du dich das erste Mal mit Zurose beschäftigt, beziehungsweise ihr als Team? Also als Team haben wir es angeguckt 2019, Oktober, November. Im November haben wir unsere Analyse dann abgeschlossen mit den Vorstandsgesprächen, dann nochmal per Telefon. Und das war so im Prinzip der Punkt, wo wir dann in das Unternehmen reingegangen sind, wo wir auch eine Position aufgebaut haben. Und wer ist da so bei euch im Team? Ich meine, ist ja der ein oder andere, der vor die Kamera tritt schon auch. Und wer ist da so die Spürnase in dem Fall gewesen? Oder wer ist es allgemein? Wie habt ihr da die Aufgaben verteilt? Also ich finde, das ist eine interessante Frage. Absolut. Also das war ganz spannend. Das war eigentlich schon eine Teamleistung. Wir hatten uns mit Zurose schon länger mal beschäftigt, weil auch befreundete Investoren schon vor dem Börsengang mal dabei gewesen sind. Aber dann im Team, die erste Analyse hat zum Beispiel Pascal Andres gemacht, der ist selten vor der Kamera. Und wir haben die dann Schritt für Schritt weiterentwickelt. Und gerade auch die Vorstandsgespräche haben wir halt dann zu dritt durchgeführt, also Alan Galecki, Pascal Andres und ich, und haben halt probiert, den Vorstand mal so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Das ist uns auch ganz gut gelungen und so haben wir halt ein besseres Verständnis für die Unternehmenskultur bekommen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Also, dass man merkt, hey, wir haben da ein Unternehmen, das ist Eigentümer geführt. Also, der Robert Hensley hat Anteile, der profitiert von der operativen Entwicklung und er hat auch einen Blick, wo kann es denn in Zukunft hingehen? Das ist, glaube ich, alles wichtige Metriken, die man abklopfen muss. Und das haben wir bei Zurose dann Ende 2019 gemacht und dann sind wir auch eingestiegen und seitdem begleiten wir das Unternehmen intensiv weiter. Also die Zahlen, Daten, Fakten haben es ermöglicht, dass ihr euch dann vor Ort dann nochmal ein Bauchgefühl und ein Gefühl vor allem fürs Management gemacht habt.
Ich denke, auch inhabergeführte Unternehmen oder auch Familienunternehmen haben ohnehin durchaus den einen oder anderen Vorteil, weil Haftung, Kontrolle und Eigentum in einer Hand sind. Das heißt, da ist die Motivation auch ganz klar da, das nach Möglichkeit der nächsten Generation mit einem höheren Wert weiterzugeben. Da wird langfristig gedacht und nicht in kurzfristigen Zeiteinheiten Boni getrieben, sondern da geht es um Pläne über mehrere Jahre, Jahrzehnte und Generationen hinweg. Ich denke, das ist eine Aussage, die ihr auch durchaus teilen könnt, beziehungsweise die ich als auch sehr wichtig erachte in Bezug auf Familienunternehmen und inhabergeführte Unternehmen. Genau, also die sitzen mit uns Investoren in einem Boot. Die wollen im Prinzip eine langfristige Wertsteigerung, die wollen höhere Dividendeneinnahmen, also genau das, was wir Investoren auch wollen. Und deswegen ist es aus unserer Sicht absolut sinnvoll, sich um eigentümergeführte Unternehmen zu kümmern. Wenn man bei uns ins Portfolio schaut, also in Max-Otto Vermögensbildungsfonds, sieht man schon viele eigentümergeführte Unternehmen, auch Familienunternehmen teilweise, weil langfristig ist da nachweislich die Performance besser, als wenn man ja so große Konzerne hat oder ja, managergeführte Firmen, die halt eigentlich nur von Quartalsergebnis zu Quartalsergebnis denken, die treffen dann auch keine langfristigen Entscheidungen, weil manche langfristige Entscheidungen sich nicht sofort auszahlen. Und wir wollen aber das Unternehmen langfristig begleiten. Wir wollen, dass es langfristig besser dasteht und nicht kurzfristig die Gewinne optimiert. Und ihr lebt es ja auch vor. Ihr seid auch ein inhabergeführtes Unternehmen und ja, seid auch nicht die größten Freunde von dieser Managerkaste. Aber das ist auch ein Problem, glaube ich, an der Börse überhaupt Unternehmen herauszupicken, die diese Attribute erfüllen. Wie bekommt man das hin, da Unternehmen zu finden, die auch noch dann, sage ich mal, vom Preis her so sind, dass sie attraktiv sind, auch in Bezug auf ja, die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, der Preis und so weiter. Das ist also, glaube ich, äußerst schwierig, da die passenden Unternehmen überhaupt noch herauszufiltern, oder? Das stimmt. Also wir fangen im Prinzip dann an, Filter zu legen. Das heißt, wir haben ja einen großen Datenprovider, der nennt sich Bloomberg. Da legen wir Filter, hey, wo hat man im Prinzip hohe Insiderbeteiligung? Also wo ist zum Beispiel der Vorstand auch beteiligt? Dann kriegst du da meinetwegen eine Tabelle mit ganz vielen Unternehmen und dann schaust du dir an, okay, das eine Unternehmen kenne ich, das andere kenne ich noch nicht. Lohnt sich da mal einen näheren Blick reinzuwerfen? Ja, könnte es sich lohnen? Dann wälzt man Geschäftsberichte, probiert ein bisschen zu studieren, wie ist denn die Transparenz, wie ist das Management drauf, kommuniziert es im Sinne von uns langfristigen Investoren oder ist es sehr zurückhaltend? Und dann geht man Schritt für Schritt mehr ins Unternehmen rein, schaut sich die Treiber an, spricht dann auch mit Management und so probiert man halt ein allumfassendes Bild zu gewinnen. Das ist schon arbeitsintensiv und zeitaufwendig, aber am Ende macht es Sinn, wenn langfristig eine bessere Rendite überbleibt. Wichtig bei Familienunternehmen oder inhabergeführten Unternehmen ist natürlich dann auch die Altersstruktur und die Nachfolgeregelung. Achtet ihr da auch drauf? Natürlich, ne? Ja, da wird drauf geachtet. Man muss natürlich auch schauen, nicht jede Familie ist halt mit sehr kompetentem Nachwuchs gesegnet. Dementsprechend ist es halt manchmal auch sinnvoll, von der Familie sich dann im Aufsichtsrat zu tummeln und das Unternehmen zu beaufsichtigen und halt gute Geschäftsführer ranzuführen. Also da sieht man schon gewisse Parallelen oder auch Strukturen, die man dann längerfristig verfolgen muss. Und dann ist man vielleicht, wenn das Unternehmen sich in der ersten Generation befindet, in der zweiten Generation nicht unbedingt gleich richtig familiengeführt, aber vielleicht wieder in der dritten. Also da ist es aber trotzdem wichtig, dass die Familie im Aufsichtsrat dabei bleibt, die Unternehmen langfristig am Unternehmen festhält und auch die Unternehmenskultur ein bisschen prägt. Weil da gibt es auch Studien dazu, gerade in Krisen sind die Familien hinter ein Unternehmen halt so aufgelegt, dass das Unternehmen auch gut durch die Krise kommt. Also zum einen nutzen die dann das eigene Netzwerk, um den Unternehmen alles zur Verfügung zu stellen, um es vernünftig durchsegeln lassen zur Krise. Darüber hinaus sind sie auch gerne bereit, nochmal Liquidität ins Unternehmen einzubringen, einfach, dass das Unternehmen weiter existiert und weiterlebt. Und so hat man halt diese Charakterzüge, die erfolgreiche Unternehmen ausmachen und dementsprechend segeln die dann auch besser durch die Krise. Also es ist wichtig für uns halt zu schauen, hey, wie sind sie geführt?
Wie sind die Nachkommen drauf? Machen die Nachkommen schon einen guten Job? Ein Beispiel ist da vielleicht Sixt. Da war es ja so, dass der Erich Sixt das Unternehmen damals übernommen hat, noch als Student, weil sein Vater es leider nicht mehr konnte. Dann hat er es jetzt lange geführt und jetzt bringt er Schritt für Schritt seine Kinder mit in den Vorstand und gibt ihnen auch wichtige Aufgaben, die können sich da beweisen. Die machen aus meiner Sicht auch einen guten Job und so wird halt Schritt für Schritt die Nachfolge geklärt und es Schritt für Schritt gut übergeben. Hast du uns zu Rose noch etwas mitgebracht, worüber wir noch sprechen können oder sind da noch Themen offen? Oder haben wir da ein rundes Bild schon bekommen? Zu Rose würde ich eigentlich so abschließen. Also aus unserer Sicht gutes eigentümergeführtes Unternehmen. Mittlerweile nicht mehr üppig unterbewertet, sondern eher fair bewertet. Und wir erwarten halt einige Schritte auch von Seiten der Politik, also mit Einführung des E-Rezepts. Und dann könnte es nochmal einen gewissen Turbo bekommen. Aber in unterm Strich erstmal dabei bleiben. So würde ich sagen, freue ich mich, Benni, dich heute da gehabt zu haben. Lass mal bitte in die Gesamtansicht einmal. Gesamtansicht kommt sofort. Moment. Zack, jetzt. Hast du noch ein Thema, was du besprechen möchtest? Sekunde. Genau. Ja, das können wir auch rausschneiden. Genau. Wunderbar. Also vielen Dank, dass du heute unser Gast warst, dass du mit uns gemeinsam zu Rose dir angeschaut hast und auch auf einige Sachen hingewiesen hast. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, gerade beim Thema Finanzbildung. Das liegt uns ja beiden sehr am Herzen. Es ist notwendig, das sieht man auch an manchen Aktienkursverläufen, dass man mehr Finanzbildung in Deutschland bekommt, dass man nicht nur einfach auf den Zug aufspringt, sondern sich darüber Gedanken macht. Und so können wir langfristig halt dafür sorgen, dass die Altersarmut abnimmt, dass viele Leute halt ein vernünftiges Auskommen haben, gerade im Alter. Und das liegt uns ja beiden persönlich am Herzen. Dementsprechend freue ich mich vielleicht auch auf zukünftige Interviews. Vielen Dank, Benni, und dir alles Gute. Und wenn es Ihnen gefallen hat, bitte den Clip teilen, liken, auch kommentieren, wenn Sie Anmerkungen haben. Wie sehen Sie es zum Teil Online-Apotheken gegen stationäre Apotheken? Was sagen Sie zur Rose? Und auch wichtig, wie sehen Sie die Finanzbildung in Deutschland? Was soll man da verändern? Bitte gerne kommentieren und von meiner Seite aus Servus und alles Gute. Servus, herzlichen Dank. Bis bald.